Heute gehe ich mal wieder für euch auf die Rennstrecke und diesmal mit einem Mountainbike. Ja, MTB Downhill für 7,99 aus dem Apple App Store. Ich habe ungefragt einen Key bekommen, weil von diesem Entwickler habe ich, glaube ich, alle Spiele mittlerweile gezeigt. Sei es Schneemobil, Motocross, Quad, ich weiß nicht, was alles sonst noch drin war. Ich habe ja auf Jetski getippt, das fehlt nämlich noch. Aber jetzt ist erstmal Mountainbike angesagt. Und wie sich das Ding jetzt so schlägt, das könnt ihr euch natürlich jetzt anschauen. Ja, ich bin mal wieder in ein Spiel von Sika Games. Ja, diesmal mit Fahrrad gefahren, hier Mountainbike. Ja, ich habe ja schon alles Mögliche hier gezeigt. Schneemobil, Motocross, Motorrad. Ich glaube, Quad war schon dabei. Ja, und jetzt, wie gesagt, hier Mountainbike. Ne? Guck mal, da stehen die ganzen Leute hier, die alle gegen mich oder mit mir fahren wollen. Das Erste, was mir leider auffällt, ist, flimmert sehr stark. Also die Fahrräder flimmern sehr stark. Auch hier da drum, diese Umrandung hier von den Thumbs flimmert ganz schön arg. Okay. So, ich habe hier ganz komische Controller. Ich weiß nicht, was sind das hier? Prototypen hier, Quest 3 oder was? So, drehen kann ich mich nicht. Menü oder irgendwie was habe ich hier gar nicht, ne? Also ich sehe hier nichts, ich drücke mal die Menütaste, es passiert nichts. Okay, wir haben eine Challenge, die natürlich dann noch gesperrt ist, hier wie ihr seht. Wir haben Stunt, auch da ist alles noch gesperrt. Und wir haben Cargo, was immer das ist, ne? Okay, ich würde sagen, ich gucke mir alles mal an. Ne, Leute, ihr könnt doch immer ein bisschen bewegen, ne, oder? Okay, dann machen wir mal eine Challenge. Ah, er tritt hier gegen mich an. Ja, dann mach mal. Okay, also das Fahrrad sieht cool aus. Ey, das rollt von alleine hier. Hallo? Boah, Leute, aber das läuft leider nicht ganz fluffig. Also ich kann hier gar keinen Gas geben oder so. Das rollt hier. Achso, ich muss doch Trigger drücken zum Gas geben. Jetzt bin ich irgendwo eine Pampa. Pampa mal wieder, Pampa. Oh, Leute. Okay, also das Vögelgezwitscher ist ganz nett. Oh, wenn das jetzt fluffig laufen würde, ne? Das tut es leider nicht. Guck mal, da ist schon Finish. Okay, ich habe verloren. Gut, das Fahrrad selber, das sieht okay. Guck mal, die Quadratlatschen hier, ne? Das Fahrrad selber, das sieht okay aus, ja? So, wir machen nochmal Restart. Also ich kann dir doch Gas geben, wenn ich, Trigger drücke, okay. Ja, oh, jetzt bin ich leider viel schneller unterwegs hier. Oh, das war jetzt zu schnell, glaube ich. So, jetzt geht's. So, jetzt müssen wir hier hoch. Also rechten Trigger drücken ist in die Pedale treten. Sieht man das? Ja, tatsächlich. Scheiße, Mann, ich wollte ihm das nur zeigen, ey. Mann, so ist egal, hab trotzdem gewonnen. So, das war jetzt Downhill Challenge 1. Ich guck mal hier. Okay, geil. 2 Sterne leider nur. Boah, mir ist jetzt schon wieder ein bisschen gruselig. Okay, den habe ich geschafft, ne? Dann haben wir den nächsten. Genau, komm, machen wir den auch noch. Kommt da wieder derselbe? Es kommt der nächste Kollege hier, guck mal. Yeah! Also upgraden kann ich hier nichts, ne? Also gibt hier keine neuen Fahrräder oder so. Aber so von der Ambiente, vom Optischen. Okay, kennt man das von Sika Games, ne? Okay, okay. Hey, was bist denn du so schnell hier unterwegs? Das war doch gerade jemand anders da im Menü, ne? Hallo, guck mal, man kann da durchfahren. Ich habe geschummelt. Okay. Oh. Boah, Leute. Oh, das ist aber wieder hier nichts für mich, ey. Komm, gib Gas. Okay. Also vom Lenken her geht's, ne? Hallo! Was hat denn der für dicke Stiefel an? Ey, da ist Sommer, ey! Geh doch mal weg! Tschüss! Ey, der hat mich angefahren! Was ist denn jetzt? Was ist denn hier am Pumpen, ey? Du bist ganz schön groß. Das muss ich dir sagen. Du bist mega groß. So, jetzt habe ich ein bisschen Luft geholt. Jetzt kann ich wieder Gas geben. Ah, okay. Also, das Ding hier geht auf Ausdauer. Ich weiß noch nicht, wo meine Ausdauer ist. Also die ganze Zeit Trigger drücken ist dann verkehrt, ne? Am besten nicht, wenn es bergab geht, sondern jetzt hier, wenn es bergauf geht. Okay, da. Okay. So. Ja, also das finde ich jetzt cool mit der Ausdauer, ne? Das ist eine coole Geschichte hier.
So langsam kriege ich hier den Dreh, ne? Der Baum da im Hintergrund, der sieht ein bisschen komisch aus, ne? So farblos. La 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 la. Hat sowas jetzt so ein bisschen hier von so einer kleinen Waldtour, ne? Aber das Ding hier ist um einiges länger wie der andere, ne? Oh, jetzt wird es aber schnell hier. Jetzt wird es hier richtig schnell. Oh. Aber dieser Kurs läuft auch technisch besser wie der andere, ne? Was ich schade finde, ist, dass Ziga Games sehr viele Spiele rausschmeißt, aber ja nicht mal die Dinger so richtig jetzt ein bisschen hochpoliert, ne? Aber es sind andere Strecken, das muss ich sagen. Also das bin ich beim Motorrad oder so noch nicht gefahren. Okay, da ist Finish. Ach, der pumpt schon wieder hier. Mein Gott, nee. Aber ganz ehrlich, würde ich selber fahren, würde ich wahrscheinlich auch schon pumpen, ne? So, 3 Sterne sogar. Main-Menü. So, Challenge. Was haben wir noch? Mit Schnee. Wollt ihr sehen, ne? Komm. Ja, komm du. Ich mach dich fertig, ey. So, diese Fahrt wieder auf das Gefährt kommt jetzt wieder. Das kann er echt mal abstellen. Das ist nicht so der Kracher, ey. So, das kennen wir schon vom Schneemobil, ne? Diese Schneestrecke hier. Ich geh doch mal weg. Ey. Wow. Also hier ruckelt es wieder merklich, ne? Also das ist wieder nicht so schön. So, Downhill abwärts hier mit dem Fahrrad. Was hier schön ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, man hat kein monotones Motorradgeräusch die ganze Zeit, wie bei den anderen Spielen. Ne? Hat man ja die ganze Zeit in meine Ohren. Und das ist hier echt schon erfrischend, wenn man das nicht hat. Ne? Okay. Wow. So. Oh, das geht aber hier ganz gut ab jetzt hier. Hui. Guckt euch das an. Oh, ich wollte doch mal hier eine coole Socke machen, ey. Hallo, ich fahr rückwärts. Ich fahre überall hin. Was macht der denn da wieder für Verrenkungen? Habt ihr das gesehen? Okay. Ach, du musst auch mal in die Pedale treten, ey, Kollege, hier, komm. Außerdem, du hast kurze Buchse an, ey, das ist hier Winter, ey. Hallo. So, jetzt gibt es hier einen Sprung. Oder auch nicht. Zack. Ey, ich krieg den, ich hol den nicht mehr ein. Was ist hier los? Danke für den Sieg. Vielen, vielen Dank. Jawohl. Ah, die KI war nett zu mir. Okay, Main-Menü. Gut, das sind die normalen Challenges, die Rennen. Das war jetzt noch Schnee. Dann habt ihr noch hier was mit Regen. Nochmal Wald. Das ist irgendwie so Desert, ne? Und das war schon. Also 6 Stück sind es dann, ne? Habe ich richtig gezählt? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. So, machen wir Stunt. Da habe ich auch nur jetzt den ersten gemacht. Das ist so eine Röhre, ey. Bin ich schon gespannt. Aber dafür muss ich erstmal den natürlich jetzt hier durchspielen, ne? Du schon wieder? Hab dich doch gerade schon geschlagen, ey. Komm. Alter Verwalter. Also, ich habe jetzt 45 Sekunden Zeit, das hier zu schaffen. Was ist denn das für eine Musik hier? Das ist ja so eine Kindermusik, ne? Aber irgendwie ist das witzig. Das ist ja lustig. Checkpoint. Kriegt man da irgendwie... Ha, das ist hier eng. Alter, die Zeit läuft. Ist das noch weit? Kriegt da Zeit auf den Checkpoint? Gucken wir mal. 18, 19. Nee. Aber geschafft. Ah, ich habe noch richtig Zeit übrig. Guck mal hier, Finish. Yeah, das war einfach. 3 Sterne, Main-Menü. Ich habe es gleich schon wieder durchgespielt. So, die Röhre, da bin ich jetzt gespannt, was das ist, ey. Du schon wieder. Okay. Das sieht sehr urig aus hier. Okay. Aber da kann man ja nicht runterfallen, da kann ich ja Vollgas geben, ne? Guck mal hier. Dum, dum. Hui. 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 Okay, also ich bin die ganze Zeit hier Vollgummi am Fahren. Ne? So, ich brauche ja nicht mehr. Achso, komm hier noch ein bisschen. Oh, so ein bisschen Wipeout-Feeling hier auf dem Fahrrad, ne? Wipeout-Fahrrad fahren. Ja, aber das ist relativ easy, ne? Diese Stunt-Dinger hier. Ja, das war jetzt nicht schwer. Da möchte ich mehr von. Okay. Nochmal Stunt. Was kommt denn da noch?
Guck mal, da ist ein richtiger Parcours. Da muss man noch ganz schön viel spielen, um dahin zu. Das ist aber viel drin, ne? Viel mehr wie bei den Challenges hier. Ja, mach mal. Vielleicht kommt noch Cargo. Guck mal, da bin ich hier im Briefträger oder was? Ach, jetzt hat die nette Dame hier getanzt und ich habe sie nicht gesehen. Ey, Mann. Bin ich jetzt. Ach, ich bin jetzt die nette Dame. Jetzt habe ich es verstanden. Was sind denn hier für Vögel am Rumvögeln fliegen? Mann, das gibt jetzt wieder einen Kommentar hier, ne? Mann. Zensiert. Uah. Na. Ah. Okay, das ist schon ein bisschen knackiger jetzt hier, ne? Das ist schon ein bisschen schwieriger. Nicht so schnell. Okay. Boah, ich krieg einen Drehwurm. Hallo, krieg Drehwurm. Oh, da ist das Ziel, okay. Zack. Hallo! Was war das denn? Ich war doch am Ziel, ihr verfluchte Axt, ey. Oh, ich hab nicht angehalten, ne? Kann man da auch hin? Ah, hinspringen zum Ziel? Geht das? Komm, das muss ich nochmal ausprobieren. Komm. Ah, komm. Ich probiere das jetzt. Ich guck mal, ob ich die Strecke treffe, wenn ich da einfach runterdonner. Ey, halt das doch mal fest hier, komm. Ja? Ah, ich treffe die Strecke nicht, ne? Was war das denn? Ich hab's geschafft, Leute. Geil, oder? Guck mal, 3 Sterne. Okay, man kann das Spiel voll verarschen. So, Menü. Oh, geil. Tatsächlich. Ah, komm, dann probiere ich das. Vielleicht schaffe ich den Parcours dann noch freizuschalten. Jetzt bin ich der Typ, ne? Hier war ich schon sehr oft. Okay. Na gut, hier fliegen auf jeden Fall keine Vögel rum, die ihr wisst schon, ne? So. Hui. Aber hier muss man ja diesmal nach oben, also da geht's nicht mit nach unten. Da kann ich nicht schummeln. Ja. Hallo? Boah, ich wusste, dass das nicht funktioniert. Wie soll ich das jetzt noch schaffen? Das geht doch gar nicht mehr. Ich wollte auch noch den komischen Parcours da freischalten. Ich krieg das Fahrrad doch gar nicht so weit rum hier. So, muss ich rückwärts fahren. Guck mal, das geht auch. Hier krieg ich trotzdem. Hallo! Ja, komm, tritt mal hier richtig in die Pedale jetzt. Wir müssen jetzt hier so einen super Jump machen, um hier rüber zu kommen. Komm, ich fahre einfach meine Pampa, vielleicht habe ich gewonnen. Nee, geht nicht. Ja, bing. Okay, also ich schaffe das nicht mehr, den Parcours vorbeizuschauen. Ah, shit. Gut, verloren. Okay, gut, jetzt machen wir noch Cargo. Jetzt werde ich hier noch zum Postboten. Ach, guck mal, der war ich noch nicht hin, in der Sportsfront da. So, jetzt muss ich irgendwas von A nach B fahren. Start. Guck mal, eine dicke Kugel habe ich hier drauf. Was ist das denn? Das ist doch kein Mountainbike. Das ist eine Schrottmühle, ey. Okay. Alles Schrottfahrrad hier. Ja, fahr doch mal ein bisschen schneller. Ich muss doch hier die Kugel ins Ziel bringen. Was bin ich denn jetzt hier? Bowlingkugeln, Postbote? Oder was ist das? So. Ich habe die Kugel verloren. Scheiße. Ach, das darf man nicht. Ach, das ist der Clou jetzt hier dran, dass die Kugel nicht aus meinem Körbchen fällt. Okay. Nee, Kugel. Hallo, Kugel. Ach, Kugel. Das ist, was ist das denn? Das kann ich doch... Ey, aua! Ey, mir fällt die Kugel sofort ins Gesicht hier, wenn der spawnt. Ey. Was soll ich denn da machen? Ja, toll. Ich habe jetzt die schon voll... Weiß ich nicht, wie viele Kugeln in die Fresse gekriegt, ey. Ja, da kann man ja nichts machen. Ja, mal normal, ey. Also das ist jetzt echt ein bisschen doof. Aua, programmiert. Boah, diese Fahrt immer in das Gesicht des Fahrers, ne? Oder in den Kopf des Fahrers. Ist egal, ich bin verwirrt, Leute. Ich bin total verwirrt hier. Das Spiel, ich muss sagen, von allen... Was ich bis jetzt gespielt habe, ist es das Lustigste, ne?
Ich fahre jetzt mal so ein bisschen Piano. Ich bin ja auch DHL. Ne? Die sind ja auch nicht die schnellsten. Aber wenn ich jetzt die Kugel einfach wegschießen würde, dann wäre ich, glaube ich, Hermes. Ne? Sorry an alle Hermes-Boten da draußen. Nee, nicht rausfallen, weil hier fällt mir sonst die Kugel gleich wieder ins Gesicht. Okay, so. Wie weit ist denn das? Ich habe noch 20 Sekunden hier auf der Uhr. Viel schneller kann ich aber hier auch nicht. Da ist das Ziel. Komm, gib Gas. Ich muss die Kugel abliefern hier. So, ich mach mal ein bisschen tiefer, dann seht ihr mal wieder ein bisschen was vom Fahrrad hier, von der Kugel, vom Gameplay. Yeah, diddledam. Success. Wieso nur zwei Sterne, ey? Das Ding ist nicht einmal rausgefallen hier, ey. Okay. Was hat der denn da? Das ist gar keine Kugel diesmal, ne? Schon wieder der da. Okay. Eine Bombe? Alter, jetzt fahre ich hier eine Bombe durch die Gegend. Und dann diese Kindermusik da. Ey, pass auf, das ist eine Bombe, ey. Hallo? Oh. Ey, die Bombe guckt mich an. Ja, wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. Hallo! Das ist unlösbar. So, jetzt bleibt da aber auch mal drin liegen, ne? So. Also physikalisch ist das hier alles nicht so korrekt. So, jetzt aber. Ich fahre mit meiner Bombe den Parcours. Hallo! Also da muss man ein bisschen Gas geben. Das ist wie eine Schanze da oben, ne? So. Jawohl. So, Bombe. Hallo. Ja, fahr doch mal mit deiner Schrotttretmühle hier. Ha! Dim. Ich habe noch 20 Sekunden. Ich schaffe das. Ich bringe meine Bombe. Hallo. Ach, shit. Ich wollte gerade sagen, ich bringe meine Bombe ungebombt nach Hause. Ich komme mir vor wie E.T. übrigens. Was jetzt? Hallo? Gib mal her die Bombe. Nee, geht nicht. Nee. Ja gut, also wenn das jetzt physikalisch alles korrekt wäre, dann wäre das ja vielleicht machbar und auch lustig, aber das ist irgendwie Zufall, wie die Bombe da in dem Körbchen liegt und wie das dann funktioniert. Okay, Leute, das war das MTB Downhill. Also ich muss sagen, ich habe viele Spiele schon von Ziga Games gezeigt. Technisch ist das eins der schlechteren, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist das Witzigste, das muss ich auch sagen. Kostet immer 7,99 €, ne? Könnt ihr gerne machen, also wenn ihr auf was Lustiges steht, ja? Also wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt. Guck mal, da ist noch mit Blitz und Donner ein bisschen noch die Kugel bringen. Einmal Schnee, da ist wieder eine Bombe. Guck mal, das sind Heuballen, ne? Muss ich da durch die Pampa fahren? Und das nochmal das erste. Okay, es ist ein bisschen was drin für 8 €, ne? Nur schade halt, dass die Dinger technisch nicht, ja, wirklich toll umgesetzt werden. Das finde ich echt sehr, sehr schade. Okay, Leute, ich sag da noch ein bisschen was zu Downhill. Bleibt noch ganz, ganz kurz dran. Ja, dieses Spiel war jetzt leider nicht das technisch Beste von diesem Entwickler. Also da habe ich schon andere Spiele gesehen, die waren technisch ein bisschen besser, muss ich sagen, weil hier und da hat es ein bisschen geflimmert im Menü, ne? Auf der Strecke ging es nachher, aber es war das lustigste Spiel, was ich je spielen durfte, dieser Art. Was ich sehr, sehr cool finde, ist die Ausdauer. Also ihr könnt nicht die ganze Zeit in die Pedale treten, weil dann geht irgendwann nichts mehr, ne? Und ja, die Sache mit der Bombe, mit der Kugel, das finde ich irgendwo lustig, aber das passte physikalisch überhaupt nicht. Also das war totale Glückssache, wie das Ding da im Korb geblieben ist. Ja, den Stunt, das war relativ cool, muss ich sagen. Obwohl einmal war ein Bug drin, ich bin einfach von der Strecke gestürzt und zack, habe ich den Level gewonnen. Und den einen habe ich gar nicht geschafft, weil ich irgendwie mit dem Fahrrad gar nicht um die Kurve gekommen bin, ne? Ja, die Challenges, die sind nett, muss ich sagen. Nicht schwer, die sind nett. Hier geht es eigentlich mit dem Magen, ne? Bei den anderen Spielen hatte ich irgendwann immer so grummeligen Magen und so und war mir ein bisschen kolderig, ne? Das hier ist alles ein bisschen genügsamer. Steuerung funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Also für 7,99 €, wenn man irgendwie mal so ein bisschen Fun haben möchte, mit zwei Augen zudrücken wegen der Technik und so weiter,
kann man hier sogar zuschlagen. Also ich hatte echt Spaß, es war irgendwie echt lustig, weil es irgendwie echt ein bisschen was anders war und das Fahrradfahren, das war relativ cool umgesetzt, ja. Ist natürlich ein Indie-Titel aus dem Applet, machen wir uns nichts vor, nichts Großes, aber sei es drum, ja. Also ich hatte Spaß. Gut, ich hoffe, ihr hattet natürlich auch Spaß mit dem Video. Schreibt mal alles ja zu meinen Fahrkünsten, zum Spiel und so weiter hier in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt möchte ich euch noch sehr, sehr gerne auf unseren Discord-Server einladen. Eine große, schillige VR-Community erwartet euch dort. Wir werden täglich größer. Werde gerne ein Teil davon. Und der Link zu unserem Discord, der ist wie immer in der Videobeschreibung hier unten zu finden. Ganz einfach. Oder einfach via-discord.de eingeben und schon seid ihr auch bei uns. Wir freuen uns natürlich auf euch. So, solltet ihr dem Spiel jetzt eine Chance geben, wünsche ich euch auch so viel Spaß, wie ich den hatte. Und dann hoffe ich, dass wir uns natürlich beim nächsten Video wiedersehen.